Grüner Tee ist für viele nicht mehr wegzudenken. Er schmeckt köstlich und zeichnet sich durch viele gesundheitsfördernde Eigenschaften aus. Man kann grünen Tee in fast jedem Restaurant oder Café bestellen. Viele bereiten ihn auch täglich zu Hause zu. Man kann dadurch nicht nur Fett abbauen und an Gewicht verlieren. Dieses köstliche Getränk kann noch viel mehr. Und NBSP, man kann den Tee als Ersatz für Kaffee verwenden. Denn das darin enthaltene Koffein wirkt schonender und länger als das des Kaffees. Zusätzlich ist grüner Tee reich an Antioxidantien und Vitaminen. Allerdings kann es auf Dauer langweilig werden, grünen Tee immer nur als aufgebrühtes Getränk zu sich zu nehmen. Folgende Rezepte können etwas Abwechslung bringen. Wir beginnen mit der traditionellsten Form, grünen Tee zu trinken. Wenn du noch nicht regelmäßig grünen Tee trinkst, ist dieses Rezept ausgezeichnet, um damit zu beginnen. Nun hast du bereits die einfachste Art und Weise der Zubereitung von grünem Tee kennengelernt. Doch es gibt auch viele andere, sehr leckere Kombinationen. Diese Kombination ist ausgezeichnet. Die Zitrone ist für ihre Antioxidantien und das darin enthaltene Vitamin C bekannt. Auch in Abnehmdiäten ist sie sehr beliebt. Aus diesem Grund ist Zitrone kombiniert mit grünem Tee ideal, um an Gewicht zu verlieren oder das Hautbild zu verbessern. Wenn du an Verdauungsstörungen leidest, handelt es sich dabei um eine der besten Optionen. Um diese endlich zu beseitigen, Kamille fördert die Verdauung und lindert Bauchschmerzen sowie Völlegefühl. Anis wiederum reduziert Entzündungen. Wenn man beide Zutaten miteinander kombiniert, erhält man ein natürliches verdauungsförderndes Mittel. Damit kannst du eine Gewichtszunahme verhindern. Diese Kombination schmeckt köstlich und ist deshalb sehr beliebt. Die Minze verleiht dem Getränk einen sehr frischen Geschmack. Ingwer fördert zusätzlich die Fettverbrennung und aktiviert den Stoffwechsel. Er wirkt ähnlich wie grüner Tee. Man muss nur alle Zutaten gemeinsam im Standmixer verarbeiten. So kann man die Vorteile dieses gesunden Getränks am besten genießen. Wir haben dir verschiedene Rezepte vorgestellt. Jetzt geht es um den richtigen Augenblick, um diese zu genießen. Der beste Moment, um grünen Tee zu trinken, ist 20 Minuten nach jeder Mahlzeit. Auf diese Art und Weise hilft der Tee dabei, überschüssiges Fett zu verbrennen, damit der Körper es gar nicht erst aus der Nahrung aufnimmt. Am besten trinkst du den grünen Tee direkt vor den Mahlzeiten. So kann die Aufnahme von Magnesium, Vitamin C und E erhöht werden. Wenn du zur Gewohnheit hast, Kaffee auf nüchternen Magen zu trinken, solltest du diesen besser durch grünen Tee ersetzen. Der grüne Tee hat eine ähnliche Wirkung, ist allerdings nicht so aggressiv für den Magen. Die zahlreichen Vorteile dieses Getränkes können so auch besser genutzt werden. Du willst mehr erfahren? Lies 3 wunderbare Pflanzen zur besseren Wundheilung und Vernarbung, auch wenn es ganz gewiss ist, dass der Konsum von grünem Tee viele Vorteile für die Gesundheit mit sich bringt, sollte man damit trotzdem nicht übertreiben.